Desde 1978 existe en la ciudad de Viena unas 30 instituciones y proyectos dedicados exclusivamente a los jóvenes, los Wiener Jugendzentren, un lugar donde se crea un espacio de esparcimiento y diversión para los jóvenes, un espacio donde ellos pueden desarrollar sus fortalezas y capacidades. Latino TV visitó uno de estos centros juveniles en el distrito de Penzing y pues esta es la nota, disfrútela con nosotros. Zusätzlich zu den Wiener Jugendzentren gibt es auch die Jugendtreffs in Wien. Wir haben die Einrichtungen des Jugendtreffs in Penzing besucht. Den Verein Rettet das Kind, Landesverband Wien, gibt es seit 1956, den Jugendtreff Penzing hier, den gibt es jetzt seit 10 Jahren. Der Verein hat sich grundsätzlich das Ziel gesetzt, Jugendliche, junge Menschen, junge Erwachsene einfach zu fördern und gemäß dem Leitbild des Vereins die individuelle Lebensrealität der Jugendlichen möglichst nachhaltig zu verbessern. Also mein Name ist Alexander Adjiluic. Ich bin Boris Mikic. Ich komme hierher, weil die meisten Freunde von mir hier sind. Die Zielgruppe sind alle Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren. Es sind wirklich alle willkommen. Das sind keine Problemgruppen oder wie auch immer das oft in den Medien kolportiert wird. Das sind ganz normale Jugendliche, es ist jeder willkommen. Mira, yo creo que los jóvenes están buscando un espacio para poder estar tranquilos. Los jóvenes que vienen acá todos están estudiando, están en el colegio, están haciendo una Ausbildung, están haciendo algo y por lo tanto necesitan un espacio para relajarse. Y la verdad que me gustó desde el primer momento que entré. La gente son muy amables, te divertís, puedes hacer de todo acá. Además que al principio simplemente era porque me gustaba y ahora es como mi segunda casa. Cada vez que puedo, vengo. Mir gefällt hier, dass man sich hier versammeln kann. Man hat einen Ort, falls es regnet, dass man hier bleiben kann. Nicht, wenn man mit Freunden bleiben will, dass man wo drinnen ist. Ja, ich komme hier in den Jugendtreff wegen meinen Freunden, weil wir hier in Ruhe sitzen können, reden, spielen, kochen. Hier dürfen wir nicht kämpfen, nicht schimpfen, nicht andere Sachen, was den Mitarbeitern gehört und nichts anfassen, was man nicht darf. Außerdem ist es natürlich wichtig, nach einer nach einer Beziehungsarbeit, die dann schon stattgefunden hat, sind wir auch sozialarbeiterisch tätig. Also das Ziel ist dann auch weiterführend in Beratungen zu gehen und da Jugendlichen weiterzuhelfen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Lehrstelle zu suchen. Pero también está la posibilidad de conversar con nosotros, que es importante, cómo te fue en el día. Está la posibilidad de comunicarse, está la posibilidad de poner música, escuchar su música, compartir con los otros, que yo creo que eso es lo que andan buscando. Y también que se les den las posibilidades para que se comuniquen. Das Ziel ist natürlich, die Fähigkeiten und Talente jedes einzelnen Jugendlichen zu erkennen und dann auch zu fördern. Das geschieht ganz viel in persönlichen Gesprächen, aber natürlich auch in Projekten, die wir in Gruppen ausführen, wo wir gemeinsam Ausflüge gestalten, wo die Jugendlichen auch angehalten sind, sich einzubringen mit Ideen, mit Vorschlägen, eben ihren Interessen gemäß. Und da versuchen wir dann schon darauf einzugehen und das auch zu berücksichtigen, eben in der Projektgestaltung. Si el Jugendtreff estaría cerrado, sería horrible para mí. Sería, y yo creo que en sí sería horrible para todos, no sabríamos más dónde pasar el tiempo, además de que la gente que trabaja aquí se volvieron nuestros amigos, no los vemos en sí como autoridades, sino una persona más de nosotros, y sería muy raro no volver a verlos. Es como que si te dicen que en un momento no puedes ir más a casa, la verdad que sería un desastre. Nie wieder, gehe ich in Zelle wegen Ratte, nee, nie wieder. Nie wieder, wegen Rauch oder Messer vor dem Richter stehen. Nie wieder, geh ich mit Achter und Fußfesseln runter im Bunker und warte auf ein Urteil. Nie wieder, aber ich schwör nie wieder, nie wieder. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder.